Ab geht's. So, liebe Boxfreunde, nach der verdienten Pause und ich glaube der Abkühlung draußen, das war eine lächerlich, das sozusagen, geht es jetzt weiter mit den nächsten vier Kämpfen. Aber erst einmal möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, um einige besondere Gäste des Abends hier willkommen zu heißen. Einmal die Miss Germany 2014, Vivian Conker, mit ihrem Begleiter, bekannt aus Funk und Fernsehen, dem Bachelor Oliver Sanne, ein herzlicher Applaus. Und darüber hinaus möchte ich jemanden vorstellen, eine absolute Box-Ikone, der unsere Veranstaltung hier besucht. Andreas Sidon. Andreas Sidon. Ja. Ein herzlicher Applaus, bitte. Man da ja sagen, mehrfacher deutscher Meister, Weltmeister im Schwergewicht und er hat erst mit 36 angefangen zu boxen, er war vorher hoch erfolgreich im Thai-Box-Bereich und mehrfacher Weltmeister im Thai-Kickboxen nicht vergessen, IKBO, Weltmeister der IKBO nicht vergessen. Ich darf gar nichts mehr sagen, aber ich möchte ihm selber mal eine Minute und eine Frage stellen. Ja? Denn so eine Matte neben sich stehen zu haben, da muss ich sagen, da bin ich selber schwer beeindruckt. Und es macht mir Hoffnung in meinem jugendlichen Alter, dass noch was geht. Ja. Danke, ja, vielen Dank für die Einladung hier zum Boxing in Essen. Und vielen Dank für die Wertschätzung. Ich bin ein bisschen überrascht. Näher ran. Noch näher. Wenn du was wissen willst, frag mich. Wie bist du denn zum Boxen überhaupt gekommen? Ach so, okay. Ich bin mit 27 nach Thailand gegangen und habe in Thailand Trainer werden wollen. Ja. Und bin dann 2 Jahre in Thailand gelebt, und bin in der Thai-Box-Schule gelebt, weil hier war keiner in der Thai-Box-Schule und kein Geld mehr gehabt. Und da habe ich mit Prügelei im Badewasser gehalten und bin dann 2 Jahren mit 19 zurückgekommen in Deutschland. Bisschen Ruhe bitte! Und habe hier in Deutschland angefangen zu kämpfen, bin sofort deutscher Meister in Thai- und Kickboxen geworden. Kannst du aber laut. Und wenn ich gewusst, dass ich so gut bin, ja, und dann. Habe ich ja okay, vielleicht bin ich ja noch Europameister oder Weltmeister werden im Thai- und Kickboxen. Bin dann zum Boxen gegangen und bin dann in die Boxbundesliga gekommen und so. Und bin ich dabei geblieben. Und dann habe ich jahrelang bis zum 36. Lebensjahr Thai-Boxen, Kickboxen, Boxen zusammen gemacht. Und dann habe ich 36 Profiboxen angefangen und jetzt war ich eigentlich nur noch Profiboxen. Bin 52 und mal gucken, wie alles geht. 52, das soll fett nach draußen sein. Andreas Sido. Weiter geht's zu unserem fünften Kampf des Abends. Ein weiterer Profikampf im Halbschwergewicht. Und der soll über 6x3 Minuten ausgetragen werden. Ich meine, bisher waren die Kämpfe ja kurz und knackig. Schauen, ob wir ein bisschen mehr zu sehen bekommen. Es kämpft in der Rundecke Kevin Still aus Essen. Sein 8. Profikampf. Und wir heißen ihn und sein Gegner. Kevin Laubach aus Bitburg, Rheinland-Pfalz, mit seinem 4. Profikampf. Herzlich willkommen! Fuck you!
Yeah!
Trotzdem, Riesenleistung von beiden.